Ja, guten Abend. Eine makellose Vorrunde in der Champions League ist zu Ende. Ich darf unseren Trainer begrüßen, Julian Nagelsmann. Glückwunsch stellvertretend an die Mannschaft, an dich. Und darf Sie begrüßen zur abschließenden Pressekonferenz. Also, los geht's. Handzeichen bitte. Wer möchte die erste Frage übernehmen? Ich glaube, Tobias Altscheffel für Sportbild. Servus Julian, ja, die Weste ist weiß, makellose Bilanz. Jetzt gibt es noch zwei andere Mannschaften, Ajax und Liverpool, die auch so durchmarschiert sind. Aber kann man sagen, nach der Vorrunde seid ihr wirklich die Top-Favoriten auf den Titel oder seid ihr die Nummer 1 in Europa im Moment? Ja, ich habe dieselbe Frage schon bei einigen Interviews außen, draußen beantworten dürfen. Das ist immer so ein Thema für die Journalisten, wer Favorit ist und wer nicht, dass man da viel drüber schreiben kann. Das glaube ich, am Ende ja, ist immer so, dass du natürlich in der K.O.-Phase kommen mehrere Komponenten dazu. Das ist Tagesperformance oft entscheidend. Da natürlich auch ein paar glückliche Momente. Du hast einfach dann, anders wie in der Gruppenphase, keine Zeit, auch mal Dinge wieder auszumerzen, die vielleicht mal nicht funktionieren. Das kann immer passieren. Am Ende, natürlich sind jetzt alle Teams, die in die K.O.-Phase gekommen sind, ein Stück weit Favorit, das Ding auch gewinnen zu können, weil sie die theoretische Voraussetzung dafür geschaffen haben. So auch wir. Wir haben es gut gemacht in der Vorrunde, total verdient und souverän. Auch heute mit einer sehr konzentrierten Leistung weitergekommen. Am Ende ist schon unser Anspruch, auch einer der Favoriten zu sein. Klar, wir wollen gerne die Champions League gewinnen und die sehr viele Spieler wieder gewinnen. Und dafür muss man dann in der Gruppenphase, in der K.O.-Phase einfach auch dieselbe Performance an den Tag legen, wie wir es jetzt in der Gruppenphase gemacht haben und diese Leistung immer wieder bestätigen. Das traue ich der Mannschaft absolut zu. Am Ende gibt es nichts anderes, als es zu tun und zu handeln. Das ist die einzige Möglichkeit und jetzt warten wir, wer uns zugelost wird. Und dann bereiten wir uns, es ist ja noch ein bisschen hin, dann auf diese Spiele vor. Dankeschön, dann weiter geht's mit Heiko Niederer für BILD. Hallo Julian, du hast gerade die Lose angesprochen. Gibt es eine neue Mannschaft, die du partout nicht haben möchtest als Gegner? Es ist ja zum Beispiel Chelsea, PSG im Topf. Und die Frage, die natürlich auch immer gestellt werden muss, Bayern souverän weiter, alle anderen raus. Was sagt das aus deiner Sicht über den deutschen Fußball aus? Ja, also zur ersten Frage, wenn ich jetzt irgendeinen nennen würde, das wäre psychologisch das Unklarste, was man machen kann. Weil stell dir vor, der wird dann zugelost, dann sagen die Spieler schon, oh, der Trainer, der scheißt in die Hose vor dem Gegner. Also de facto habe ich auch keinen, deswegen muss ich auch nichts sagen. Sondern am Ende ist es das Schöne an einer Auslosung, dass man es nicht beeinflussen kann. Und ich habe sehr früh gelernt, kümmere dich um die Dinge, die du beeinflussen kannst. Und die Auslosung zählt in diesem Fall nicht dazu. Deswegen warte ich und bin gespannt, wer kommt. Ja, über die Gegner spreche ich jetzt, oder über die Konkurrenten aus der Bundesliga und die Mitstreiter, der deutschen Mitstreiter in der Champions League, spreche ich jetzt nicht so gerne, ehrlich gesagt, weil ich jetzt auch nicht jedes Spiel dann gesehen habe, auch heute natürlich noch nicht. Ich hätte mich gefreut, wenn viele deutsche Mannschaften in der K.O.-Phase sind. Aber wir haben, das habe ich ja schon oft gesagt, selbst als Bayern München schon keine ganz leichten Voraussetzungen im europäischen Spitzenfußball. Und das betrifft natürlich dann Mannschaften, die vielleicht einen Tick niedriger gerankt sind, noch viel, viel mehr. Das ist nicht so leicht. Deswegen nicht draufhacken, sondern alle gemeinsam anpacken, dass es in Zukunft gut ist. Da kann jeder seinen Teil dazu beitragen, auch ihr auf der anderen Seite des Bildschirms. Stefan Kumberger für ran.de. Ja, guten Abend. Der Vorteil am Meisterspiel ist ja, dass wir auch Thomas Müller wieder deutlich hören konnten. Heute war er wieder sehr aktiv und ich habe so ein bisschen den Eindruck, gerade Kamal Musiala hat davon profitiert in der letzten halben Stunde, dass ihm Thomas Müller mal wieder Hilfestellung gegeben hat. Wir haben Sie gesehen und wie grundsätzlich wichtig ist Thomas Müller in dieser Art und Weise mit seiner Lautstärke? Ja, ist immer wichtig. Thomas ist immer ein wichtiger Spieler, das ist mal vorne weg. Aber natürlich dann, vielleicht gewinnt er noch mehr an Bedeutung, wenn keine Zuschauer da sind. Da geht's, das vergessen viele jetzt nicht immer nur drum, dass er natürlich auch in sag mal, 9,5 von 10 Fällen absolut das richtige Coach, weil er ein extrem gutes taktisches Gespür hat und Dinge versteht. Sondern es geht einfach auch um eine gewisse Aktivität, auch die Spieler in eine Aktivität bringen. Es ist nicht so leicht, wenn du das gewöhnt bist, als Spieler immer vor Zuschauern zu spielen und die sind dann lange Zeit nicht da gewesen, jetzt waren sie wieder da, jetzt sind sie wieder weg. Dann ist das erstmal so ein kleiner Dämpfer, auch psychisch natürlich nicht ganz so leicht für beide Teams, klar, es betrifft nicht nur uns oder für alle Teams. Aber dann, wenn du einen hast, der dann immer
coacht und aktiv ist, dann werden einfach andere Spieler auch gepusht. Und es ist dann gerade unter so einer Kulisse wie heute ohne Zuschauer vielleicht nochmal bedeutender, als es auch sonst in allen Spielen ist. Dann Klaus Bergmann für die dpa. Was würden Sie insgesamt sagen, was müsste noch besser werden? Wo sehen Sie immer noch Steigerungspotenzial, gerade jetzt in Europa für Ihre Mannschaft? Ja, dieselben Punkte, die ich auch in der Bundesliga sage. Das ist, könnte eigentlich, bis ich irgendwann sage, jetzt haben wir es verbessert oder komplett verbessert, könnte eigentlich immer das Gleiche schreiben, ehrlich gesagt. Am Ende, wenn ich jetzt nur aufs heutige Spiel sehe, haben wir die Probleme im Spiel, am Anfang des Spiels deshalb gehabt, weil wir im Spielaufbau insgesamt zu viel Ballhaltezeiten pro Spieler hatten. Also der Ball war zu lang am Fuß bei jedem einzelnen Spieler. Wenn wir das haben wir dann in der 10., 12. Minute auf einmal besser gemacht. Da waren wir sehr aktiv, haben viel mehr Geschwindigkeit in die Aktion gebracht im Spielaufbau, sind auch viel kontrollierter in die gegnerische Hälfte gekommen. Und dann ist schon so, dass die Mannschaft einfach sehr gierig ist, in der gegnerischen Hälfte sofort immer aufs Tor zu spielen. Dann haben wir immer noch den einen oder anderen Ballverlust drin, den wir vielleicht in der Situation nicht brauchen. Aber mir ist es lieber, dass ich eine Mannschaft habe, die man vielleicht in der einen oder anderen Situation mal dazu zwingt, mal draufzusteigen in der gegnerischen Hälfte und in der gegnerischen Hälfte auch mal auf Ballbesitz zu spielen, wenn ich jetzt eine Mannschaft hätte, die ich dazu zwingen muss, dass sie schon wissen, dass Fußball auch mit Toren gespielt wird. Das gibt es auch, das ist deutlich schlechter. Dann lieber so rum, dass ich einmal sage, vielleicht einen Tick weniger Risiko gehen in der gegnerischen Hälfte und mehr auch mal den Ball oder die Aktion vorbereiten. Aber insgesamt, als wir in der ersten Halbzeit dann die Spielgeschwindigkeit im Aufbau erhöht haben, war das gut. Ja, und dann das ist ja das, was ich jetzt, schon zig Male gesagt habe, wenn man das macht, im eigenen Aufbau immer Anschluss hat und immer eine gute Spielgeschwindigkeit, bist du automatisch auch im Gegenpressing viel, viel aktiver und in einer besseren Position. Wenn wir das machen, dann sind wir schon schwer zu schlagen. Ja. Aber wir müssen es machen. Und heute war es dann, wie gesagt, nach der ersten Viertelstunde, jetzt mal grob gesagt, war es sehr gut. Philipp Nagel für die ARD ist der Nächste. Hallo, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Nikolaus ist ja gerade erst rum, der verteilt ja eigentlich auch immer ganz gerne Lob und auch manchmal Tadel. Kriegt Giovanni sehr ein kleines Extra-Lob von Beginn an, dann auch noch gegen eine Mannschaft wie Barcelona und brüllt am Ende dann auch überzeugende Leistung mit dem Tor. Was sagt der Trainer zu seinem jungen Sprössling? Erstmal sage ich zu dem Kollegen, weißt du, dass der im Bild ist, der da so auf der Couch liegt? Das gefällt mir sehr gut. hat es sehr gut gemacht, hat gut gespielt, war fleißig, war aktiv. Hat am Ende gemerkt, die letzte Viertelstunde, dass er ein bisschen müde wurde, weil das natürlich schon Bewegungen waren, die er vielleicht sonst nicht so häufig hat. Aber ich war sehr zufrieden, das Tor hat er gut gemacht. Am Ende kriegt er ein Lob, weil es natürlich auch eine Position ist, die er jetzt letztes Jahr unser Hansi, glaube ich, einmal gespielt hat und jetzt im Training bei uns zweimal gemacht und hat es heute gut gemacht. Defensiv war ich zufrieden, ja. Dann haben wir noch Wortmeldung von Tom Häberlein für den SED. Sonst noch, wir switchen einmal durch. Kerry Howe, nein. Felix Fischer, okay. Dann. Ja, gut, halten die drei, okay. Zweite Chance. Ich habe noch mal eine Frage zu Leroy Sané. Ich meine, wir haben das jetzt schon ewig durchgekaut, dass er eine überragende Saison spielt. Trotzdem noch die Nachfrage. Wie siehst du ihn? Ist er jetzt anders drauf im Training, im Spiel? Merkst du das, dass er einfach eine ganz andere Saison spielt als die letzte? Dass er auch irgendwie gefühlt viel mehr auftaucht, auch dieses nach hinten arbeiten und so weiter. Was hast du da genau mit ihm gemacht? Ja, immer noch gar nicht so viel. Ich verrate jetzt nochmal ein Geheimnis. Also, er hat ja eine sehr, 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 sehr gute Hinrunde bis jetzt gespielt. Und die letzten drei Spiele hat man so ein bisschen gemerkt, dass er natürlich viele Spielminuten hat. Und dass ihm jetzt jeder Meter nicht mehr ganz so leicht gefallen ist. Das haben wir heute im Hotel nochmal kurz angeguckt. Ganz, ganz ruhig und sachlich und nüchtern. Auch keine weltbewegenden Szenen. Und wenn ich dann sehe, wie ein Leroy Sané heute defensiv arbeitet, wie er ansprintet, vor allem die ersten 60 Minuten, wie er versucht, die Dinge umzusetzen, dann das ist für mich Charakterstärke, der dann in so einem Spiel, wo man schon qualifiziert ist, dass die Dinge, die ihm vielleicht immer angekreidet wurden, die hat er einfach gar nicht mehr. Sondern er hat es dann auch gesagt, dass er vielleicht nicht immer bei 100% Frische in den letzten Spielen dann war, über die 90 Minuten komplett gesehen, jetzt nicht generell.
und das heute ihm gezeigt und hat das sofort umgesetzt. In der ersten Halbzeit finde ich super verteidigt, taktisch gut, aber auch einfach von der Emotion, vom Anlauftempo, von der Geschwindigkeit. Und das liebe ich, dass da einfach ein Spieler von dem Format mit der Geschichte auch dann das einfach direkt umsetzt und verbessern will. Das ist dann schon der Unterschied zwischen einem guten oder einfach einem sehr, sehr guten Spieler. Und Leroy ist definitiv ein sehr, sehr guter Spieler, der in der Verfassung, der aktuell ist, uns unglaublich gut tut und, glaube ich, auch den Zuschauern heute dann mal vor den Fernsehgeräten auch Spaß bereitet. Erst recht, wenn er ab und zu mal seine linke Klebe auch rausholt wie heute. Dann wirklich die letzte Frage bitte, Carlos Menzel-Lopez. Ja, der Nagelsmann Xavi war gerade in der Pressekonferenz relativ angeschlagen, hat von einem Tiefpunkt in der Geschichte Barcelonas gesprochen. Wie haben Sie persönlich den Club wahrgenommen, vor allem das Spiel heute? Und glauben Sie, dass Barca, vor allem nach dem Spiel heute und dadurch, dass Sie jetzt wieder in die Europa League müssen, eines Tages wieder an die Glanzzeiten anknüpfen können, wie vor zwei, drei Jahren? Dankeschön. Ja, das glaube ich schon. Am Ende habe ich draußen schon ein bisschen was gesagt. Ich weiß nicht, ob das immer der richtige Rahmen oder ob ich der richtige Ansprechpartner bin, über Barcelona zu sprechen. Ehrlich gesagt, das klingt immer so, wenn ich der Schlauberger der Nation bin. Am Ende ist es immer noch einer der größten Clubs. Sie haben heute, glaube ich, verdient, oder andersrum, wir haben verdient gewonnen. Das klingt noch besser. Wir haben beide Spiele sehr souverän gestaltet und beide Spiele souverän gewonnen und auch verdient gewonnen. Am Ende, glaube ich, ist Barcelona ein Club mit sehr viel Expertise, mit sehr vielen guten Leuten, nicht nur Xavi, sondern einfach auch andere Menschen im Hintergrund, die sicherlich gute Entscheidungen treffen werden im Sinne des Vereins. Ich habe ja schon mal bei der Pressekonferenz gesagt, dass diese 1, irgendwas Milliarden Schulden jetzt auch nicht so easy sind, das im Tagesgeschäft abzuschütteln, sondern das bedarf schon extremer Entscheidungen und das kann auch ein bisschen dauern. Zumindest kann ich mir, wenn ich jetzt überlege, dass es bei uns so wäre, dann könnte ich mir vorstellen, dass es einige Zeit dauert, bis man wieder absolut 100% in der Spur ist. Am Ende wünsche ich dem Club alles Gute und wünsche mir als Fußballfan, dass es der FC Barcelona der glorreichen Zeit auch bald wieder in Zukunft ist. Dankeschön. Wir wünschen allseits eine gute Nacht. Bis bald wieder. Servus. Ciao. Ciao, ciao.